Kendler-Gate, Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Missbrauchsexperiment von Helmut Kendler eben nicht abgeschlossen ist, sondern dass es eben auch und ganz besonders in dieser übergriffigen Pädagogik, die heute überall durchgeführt wird und den Kindern zugemutet wird, fortlebt. Jahrzehntelang gaben Berliner Jugendämter Kinder in die Obhut vieler Straftäter. Das tut weh, ja. Das, dieses Kinderthema ist so ein Thema bei mir auch, wo... Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Wir ziehen uns ein weiteres Video rein. Ist ein ernstes Thema heute und zwar heißt das Video Kendler-Gate. Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung. Viele von euch haben von dem Kendler-Experiment schon mal gehört. In den ein oder anderen Talks bei mir auf dem Kanal wurde das Thema auch angesprochen, zum Beispiel mit Carsten Stahl. Und ich finde es wichtig, über diese Themen zu reden und darauf aufmerksam zu machen, weil es natürlich um unsere Kinder geht. So. Und es passiert leider sehr, sehr viel Scheiße mit Kindern, auch gerade in unserem Land. So. Und die Gesetze, was das angeht, sind auch extrem wack, meiner Meinung nach. Also man sollte eigentlich viel härter durchgreifen, wenn es darum geht. Und ich finde auch, es wird viel zu wenig darüber geredet in der Öffentlichkeit. Es gibt viel zu wenig Leute, die darauf aufmerksam machen. Und deswegen reagieren wir jetzt darauf, weil die Kinder sind unsere Zukunft und wir müssten eigentlich sogar bereit sein, mit unserem Leben für den Schutz der Kinder zu bezahlen. So. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen gehen wir da jetzt rein. Wir gucken uns das an. Es ist ein bisschen verstörend, leichte Triggerwarnung, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, auch zu sehen, wie der Staat auch teilweise in diese ganzen Dinge mit involviert ist, was auch der Grund dafür sein kann, dass die Gesetze so wack sind, was das Thema angeht. Und das Thema auch nicht wirklich besprochen wird in der Öffentlichkeit, so weißt du? So, mal als kleine Anregung an der Stelle. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und der Peter geht los. Let's go. Wir gehen rein. Kendler war offenbar der festen Überzeugung, wirklich der Überzeugung, dass es für Jungen gut ist, wenn sie homosexuelle Kontakte zu Erwachsenen haben, also pädosexuelle Kontakte. Ja. Kranke Scheiße, ich schwör's dir. Was für ein Typ, ey. Und der hat für die Regierung gearbeitet. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Tolle Idee gekommen, dass man, ich glaube, straffällig gewordene Jugendliche in Wohngemeinschaften tut, zusammen mit Pädosexuellen. Was ist das für eine kranke Idee, Digga? Wie kann das sein, dass sowas zugelassen wird, so? Von der Politik auch oder von irgendeinem Menschen, der sowas hört, der muss doch, wie geht, dass das funktioniert hat, ist so crazy. Da kommt irgendein kranker Pedo mit so einer Idee um die Ecke und dann machen die das wirklich und ziehen das durch. Und sagt im Grunde, wir kümmern uns um euch und dafür gebt ihr uns Sex, aber der Sex ist ja auch für die Jugendlichen gut im Sinne dessen, dass sie dann befreite Menschen werden. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses, Missbrauchsexperiment von Helmut Kendler eben nicht abgeschlossen ist, wie es möglicherweise erscheinen könnte, sondern dass es eben auch und ganz besonders in dieser übergriffigen Pädagogik, die heute überall durchgeführt wird und den Kindern zugemutet wird, fortlebt. Das hat gemündet, da hat die vollkommen recht, das ist nicht abgeschlossen so. Das hat gemündet in diesen LGBTQ-Kindergarten in Berlin, wo ja auch einer, der irgendwie auch damit was zu tun hatte, auch im Vorstand saß, so weißt du? So ein Dreckspedo, der da so ein Buch Die Lust am Kind geschrieben hat und so, weißt du? Und in diesen komischen, was war das in Hannover? Sexspielräume oder so, was war das nochmal? Eine ganz kranke Geschichte, auch in Deutschland passiert. Irgendwelche Räume in Kindergärten, wo Sexspiele gemacht werden oder so ein Scheiß, Digga, weißt du? Das geht immer noch weiter, Bro. Ist ohne Zweifel eines der größten pädosexuellen Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Jahrzehntelang gaben Berliner Jugendämter Kinder in die Obhut pädophiler Straftäter. Digga, das musst du dir mal überlegen. Und die Leute sind nicht weg vom Fenster. Die sind immer noch da. Jugendämter haben damit gearbeitet. Jugendämter, die sich eigentlich um Jugendliche und Kinder kümmern sollten. Das musst du dir mal überlegen, wie krank das ist so. Die sie sexuell missbrauchten und vergewaltigten.
Drahtzieher war der Sozialpädagoge Helmut Kentler. Wer war dieser einflussreiche Helmut Kentler? Wie konnte sein Experiment so lange ungehindert stattfinden? Und welches Erbe hat Kentler uns mit seinen Theorien hinterlassen? Kentler geht. Kindesmissbrauch in staatlicher Verantwortung. Kranke Scheiße, das ist eine Schande, richtig, das ist eine Schande, dass sowas funktionieren konnte in unserem Land. Eine Dokumentation von Demo für alle. Nach verschiedenen Stationen in der evangelischen Jugendarbeit kam Helmut Kentler 1965 nach Berlin. Evangelische Jugendarbeit, noch mit Glauben noch vermischt sogar. Zunächst an die pädagogische Hochschule und schließlich ans pädagogische Zentrum. Dort machte er Karriere als Abteilungsdirektor und wurde mit der Arbeit mit sogenannten Randgruppenjugendlichen betraut. Genau hier nahm das verbrecherische Kentler-Experiment seinen Anfang. Hedwig von Beverförde, die sich seit Jahren mit dem Fall Kentler beschäftigt, erklärt, wie es dazu kam. Gute Frau Hedwig. Kentler hatte erfahren von Versuchen in Holland und in den USA, wo man also ausprobiert hatte, Jugendliche in die Obhut von Päderasten zu geben. Das tut weh, ja. Das ist, dieses Kinderthema ist so ein Thema bei mir auch, wo... Die ihnen Fürsorge zugedeihen ließen und die sozusagen in ein geordnetes Leben zurückführen würden und im Gegenzug dafür eben auch Sex bekamen. Wer kommt auf so eine Idee? Welcher Mensch kommt auf so eine Idee und welche Menschen machen da mit und lassen das zu? Wie geht das, Digga? Wie funktioniert, warum sind wir Menschen so ekelhaft geworden, dass wir sowas überhaupt zulassen sollen? Und angeblich gab es dabei also ganz großartige Erfolge. Und das wollte Kentler jetzt auch für Deutschland über... Ihr müsst mal überlegen, in dieser ganzen Kette und in diesem ganzen, wie lang das auch ging, über Jahre, weißt du, wie ich meine, wie viele Menschen da involviert waren, die hätten auch dagegen arbeiten können oder da irgendwie was machen können und haben mitgemacht. So. Ihr müsst mal überlegen, wie viele Menschen da involviert waren von verschiedenen Regierungsapparaten und irgendwelche sozialen Jugendämter und diese ganzen Sachen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wir nehmen dieses Projekt. Er wurde fündig mit solchen Jugendlichen am Bahnhof Zoo, wo Herumtreiber zu finden waren, die auch teilweise schon bekannte Männer hatten, die sie ab und zu mal in Hause nahmen, ihnen ein Essen gaben oder ein Bett für die Nacht und die eben in Gegenleistung dann in irgendeiner Weise sich erkenntlich zeigten. Resozialisierung auffälliger Jugendlicher durch die Unterbringung bei Päderasten. Bei diesem Satz, Mann, hätte ich davon mitbekommen, ich hätte mein Leben dafür gegeben, um das zu stoppen, ich schwöre dir. Das war Kentlers Grundannahme für sein Experiment in Berlin. Carla Etchenberg, Pädagogin und Professorin für Didaktik mit Schwerpunkt auf Sexualerziehung, hat sich ebenfalls intensiv mit dem Kentler-Experiment auseinandergesetzt. Sie sieht in ihm einen Überzeugungstäter, der fest daran glaubte, dass es für Jungen gut ist, wenn sie pädosexuelle Kontakte haben. So war... Der war selber einfach ein kranker, pädophiler Bastard, Digga. Das ist der Grund, warum er das gemacht hat, so. Aus seiner Sicht konsequent, dass er Jungen, die Schwierigkeiten hatten in ihrer Sozialisation, also erziehungsschwierige Jungen, bei pädosexuell aktiven Männern untergebracht hat. So nach dem Motto, das ist eine Win-Win-Situation. Die Jungen bekommen Fürsorge und auch Manieren beigebracht und alles, was man so braucht. Und dafür bekommen die Männer Sex. Und er war der festen Überzeugung, dass das den Jungen nicht schaden würde, was sich aber dann später, jetzt hat man wenige Betroffene interviewen können und da scheint der Lebensweg doch dagegen zu sprechen, dass es diesen Jungen gut getan hat. Helmut Kentler war 1969. Die sind doch alle gestört danach gewesen, bestimmt. Lass mal überlegen, wenn so einem kleinen Jungen, wenn sowas angetan wird, so, das sind, das sind, das sind, das sind,
da passiert doch was im Gehirn. Das sind oft die Menschen, die nicht mehr mit sich klarkommen am Ende so. Die ein Problem mit sich haben, mit ihrem Geschlecht haben, mit Sexualität generell haben so. Die können kein normales, stabiles Leben mehr führen so. Das ist, wie viel Leid damit verursacht wurde, ist extrem. Ich in Berlin im pädagogischen Zentrum in leitender Funktion tätig. Und damals ging es darum, schwierige Jugendliche sollten Hilfen bekommen und das sollte neu organisiert werden. Kentler war sehr gut vernetzt, bis in die höchsten Kreise. Normal. Im Senat hatte er zum Beispiel eine gute Bekannte, die... Epstein-Vibes. Also... Das ist der deutsche Epstein, Digga. ...in der Verwaltung dort tätig waren, die Zuständige nämlich für diese Art von Tätigkeiten. Und sein Wort galt etwas, er war eloquent und man hat ihm zugehört. Der Senat war froh, ein Problem gelöst zu haben. Jugendliche musste nicht mehr ins Heim, denn die Heime waren... Der Senat war froh, Bruder. Guck dir das mal an. Da muss doch jeder Regierungsbeamte oder jeder Mensch, der sowas auf den Tisch bekommt, muss doch sofort fühlen, dass es falsch ist. Damals auch stark in der Kritik. Ja, und so war das tatsächlich in dieser Zeit ein offenbar denkbarer Weg für eine öffentliche Verwaltung, so etwas zuzulassen. Der Senat hat das über 30 Jahre lang nicht nur mitorganisiert. 30 Jahre lang. 30 Jahre lang, Bro. Und zugelassen, sondern auch finanziert, dieses Projekt. Zunächst kamen nur Jugendliche in dieses Projekt und später waren es bis zu ab 6-Jährigen. Die also zu pädophilen Männern, die dann ihre Pflegeväter wurden, untergebracht wurden. Helmut Kentler wurde am 2. Juli 1928 in Köln geboren. Nach seinem Abitur und verschiedenen abgebrochenen Studien absolvierte er 1960 sein Diplom in Psychologie. Schon früh interessierte er sich für die Emanzipation der Jugend und eine befreite Sexualerziehung. Warum wohl? Erstens mit seiner Doktorarbeit »Eltern lernen Sexualerziehung« und zahlreichen Büchern und Artikeln zur Sexualaufklärung zählt er zu den bekanntesten Aufklärern in Deutschland. Aufklärer, Decker, zu den bekanntesten pädophilen, ekelhaften, teuflischen, besessenen, kranken Menschen so. In anderen Ländern wäre er gesteinigt worden so, wenn er nur so eine Idee geäußert hätte. Weißt du, wie ich meine? Bis zu seiner Emeritierung 1996. Oh, noch Hannover, Digga, meine Geburtsstadt, Digga. Schande. Er als Professor an der Leibniz-Universität in Hannover. Helmut Kentler lebte offen homosexuell. Er hatte 3 Adoptivsöhne und einen Pflegesohn. Und 3 Adoptivsöhne und einen Pflegesohn, bro. Was er denen angetan hat, will ich gar nicht wissen. Eine, die Helmut Kentler und dessen Ansichten bereits in den 70er Jahren öffentlich kritisierte, ihn auch... Einer sagt gerade mit Vibes und so, das ist negativ und zieht die Stimmung runter. Ich muss das machen, ich muss darauf reagieren, ich muss darauf aufmerksam machen. Die Leute sollen das sehen und die sollen das wissen, was in unserem Land vor nicht so langer Zeit passiert ist. So. Es wird sich nichts verändern, wenn wir nicht verstehen, was schon in der Vergangenheit schon alles passiert ist. So. Dass sie auch mal verstehen, was diese ganze Entwicklung alles bedeutet, so wenn die anfangen mit irgendwelchen Sexsachen im Kindergarten oder irgendwelchen scheiß LGBTQ-Kindergärten oder so ein Scheiß. Das sind dieselben Leute, die das machen. Einmal getroffen hat, ist die Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Christa Mewis. Das ist in der Tat für mich ein Schicksalsereignis gewesen, was ich natürlich keineswegs wusste, als ich harmlos eingeladen wurde, weil ich ein kleines Büchlein geschrieben hatte, 1968 an diese evangelische Akademie zum Halten eines Vortrags. Und dort begegnete ich mag alte Menschen. Einem Mann, den ich noch nie vorher gesehen und etwas von ihm gehört hatte, der ebenfalls einen Vortrag hatte. Und so saß ich in diesem etwas abgedunkelten, etwas unheimlichen Raum an einem kleinen Tisch gemeinsam mit meinem Mann, der mich... Das kriegen wir in der Schule nicht beigebracht, ja, warum wohl? Und auch GBB hat recht, weil so viele wegschauen, geschehen diese abartigen Dinge, ist so. ...geleitet hatte zu diesem Vortrag, diesem Menschen gegenüber. Ich kriegte ihn hier erst eigentlich richtig zu Gesicht.
Er hatte ein merkwürdig dunkles Gesicht mit tief liegenden Augen, mit diesem Verwahrlosungslook. Krass. Von dem Anschein nach war ganz deutlich, wie seelisch schwer krank dieser Mann war. Besessen von Dämonen. Das war für eine Fachfrau oder auch für einen Fachmann. Dass er überhaupt auf Kinder losgelassen wird, Mann. Mediziner wie mein Mann, ohne weiteres erkennbar. Und er suchte eben Befreiung davon. Clever war er wohl auch, intelligent und clever. Denn das, was er dann praktisch in der Sexualpädagogik für den Berliner Senat gemacht hat, sozusagen das Berliner, das sein Kentler-Experiment, hat er es offengelegt, als die Taten als strafbar verjährt waren. Da konnte er offen darüber reden. Das war also doch ziemlich zielstrebig und clever von ihm. Kentlers Thesen und Vorstellungen fielen auf fruchtbaren Boden. Die sexuelle Revolution hatte in Amerika mit Alfred Kinsey begonnen und auch Deutschland erreicht. Die 68er entdeckten Wilhelm Reichs sexuelle Revolution neu für sich. Kentlers Kritik an der repressiven Sexualmoral und seine Vorstellungen von der Freisetzung sexueller Lebensenergie kamen also genau zum richtigen Zeitpunkt. Schön indoktriniert den Laden mit dieser ekelhaften Scheiße. ...des Konkretverlegers Klaus-Rainer Röhl und der RAF-Terrorist. Generell eine Sache, die ich immer kritischer sehe, diese ganze Sexualisierungsgeschichte und das, was da damals passiert ist, so sexuelle Revolution und solche Geschichten. So. Wir sind in einer Gesellschaft, die definitiv übersexualisiert ist und das trägt definitiv auch dazu bei, dass wir keine starken, stabilen Familien mehr haben und dass noch immer weniger Menschen überhaupt einen glücklichen Partner finden und lange halt zusammen bleiben. Und ich glaube, dass diese Übersexualisierung in der Gesellschaft und gerade auch bei den Kindern einen negativen Effekt auf noch gut funktionierende Familien hat. So. Weißt du, ich glaube, das hängt schon safe miteinander zusammen. So. Ulrike Meinhoff hat Bettina Röhl diese Zeit als Kind miterlebt. Also mit einem Satz ist ganz schwierig. Ich habe mal einen großen Artikel geschrieben über den Kinsey Report. Ich finde eigentlich, dass er natürlich auch wahrscheinlich auch Verdienst hat, insofern, dass man sagt. Einer schreibt, Lust ist auch die schlimmste Todsünde. Ich glaube halt mit dieser Lust und Angst wird sehr viel gespielt. So. Ich glaube, das sind zwei Tools, die genutzt werden, um uns hardcore abzulenken halt von den wahren Dingen, so von den Dingen, die wichtig ist, die eigentlich viel wichtiger sind, so Spiritualität, Verbindung mit Gott, diese ganzen Sachen, Familie gründen, diese ganzen Sachen, die uns stark machen im Endeffekt, weißt du? Ich glaube, Lust und Angst wird extrem dafür genutzt, um uns schwach zu machen. So. Überhaupt Sexualität mal aufzudecken oder zum Thema zu machen, aber da sind natürlich dann gleich, haben sich da Sexualtherapeuten oder dick gemacht und dann kommen natürlich völlig falsche Dinge da rein. Also die Methoden, wie das geht ja auch so, da ging ja auch in die Unter, also es sind auch Prostituierte interviewt, Leute aus Gefängnissen. Also das ist auch Herr Kinsey Report kommt aus dieser Zeit, wo die sogenannten Intellektuellen irgendwie in diese Unteranstalten gegangen sind und eigentlich arme, gefallene Leute, die noch nicht in der Gesellschaft mitmischten, in der oberen meine ich, in diesem Sinne eigentlich ausgenutzt. Die Veröffentlichung des sogenannten Kinsey Reports sorgte weltweit für großes Aufsehen. In vielen Publikationen und Ausarbeitungen zur Sexualerziehung tauchte Kinsey als vermeintlich seriöse Quelle auf. Der Sexualwissenschaftler Jakob Pasthöter hat sich mit dem Report näher befasst. Insbesondere bei den Ausführungen zur Sexualität von Kindern kommt er zu einer ganz anderen Einschätzung. Alfred Kinsey war meines Erachtens der Erste, der überhaupt sich dem Themenbereich kindliches, sexualähnliches Verhalten zugewandt hat. Grausam. Kinsey war ein Hardcore-Wissenschaftler. Der wollte uns... Ein Hardcore-Pädophiler, mehr nicht. ...wissen auf die... Die haben das ausgenutzt, Mann, diese Zeit. Diese Zeit mit dieser Sexualisierung und so, haben das ausgenutzt, um das Thema auch an den Mann zu bringen, so. Weil die das selber in sich schlummert, weißt du, weil das selber in denen geschlummert hat, so. Ekelhafte Menschen. So.
Und dann haben die das genutzt und gerade Schwächere ausgenutzt. Kinder und Jungs, die verhaltensauffällig waren, die auf der Straße gelebt haben und so. Das ist durch und durch bösartig, was die getan haben. Und dass die damit überhaupt durchgekommen sind und dass die Anklang gefunden haben, zeigt, wie krank wir Menschen geworden sind teilweise, weißt du, wie ich meine so? Von der Sexualität auf harte Fakten stützend. Aber selbst ihm war es nicht möglich, irgendetwas Substanzielles beizutragen, sodass er letztendlich auf die Aufzeichnungen von einem Pädophilen zurückgegriffen hat, um Aussagen über Dinge wie die Orgasmusfähigkeit von deinen Kindern überhaupt eine Aussage treffen zu können. Aber das ist natürlich Humbug. Aus dieser pädokriminellen Datenbasis meinte Kinsey herauslesen zu können, dass Kinder von Geburt an sexuelle Wesen du ekelhafter Wichser, Digga, ich schwör's dir. Sexuellen Bedürfnissen seien. Kentler sah in der Gewinnung der Daten durch Kindesmissbrauch offenbar kein Problem. Aber nicht nur die Ansichten von Kinsey spielten für die sexuelle Revolution eine entscheidende Rolle. Ich würde mal gern wissen, mit wem der so abgehangen hat, so aus der Regierung etc. pp., weißt du? Mit welchen Jungs innen der mal so privat am Tisch saß, so. Das würde mich mal interessieren. Hab da schon so ein paar Namen im Hinterkopf, so was ich mir vorstellen könnte. Ja, Wilhelm Reich ist eine wichtige Figur. Also ich habe das mal so in einem Artikel beschrieben. Es ist so eine Mischung aus Marx, Freud, ganz wichtig. Mao übrigens auch, der ja den neuen Menschen zu der Zeit in China auch tatsächlich machen wollte. Also der Einfluss von Mao wird eher unterschätzt. Denn die Kinderlehen sind, glaube ich, eine direkte Antwort gewesen auch auf Mao. Dann haben wir Summer. Krass. Freud und so auch. Die grüne Wolke, diese ganzen Erziehungsmodelle von diesem Neil, heißt der, glaube ich. Und ein Guru des Armes der Kinderladenbewegung, der die sexuelle Befreiung wollte, der berief sich auf Wilhelm Reich. Fritz J. Radatz hat mal gesagt, in Rudi Dutschkes Kopf war alles wie ein umgekippter Papierkorb. Man muss sich bei diesen 68er-Generationen einfach vorstellen, die im Schnellgang. Von Dutschke habe ich schon oft gehört, auch vom Belasch, Digga. Lasen sie dann Marx, das Kapital, Wilhelm Reich, der Sohn zu Orgasmus, Freud. Was war Dutschke seine Ansichten? Den Ödipus-Komplex und die anale Phase und mit diesem primitiven Werkzeug und dann Mao Zedong und dass da schon die Befreiung ist. Mit diesen primitiven Werkzeugen setzten sie sich dann mit ihren anderen Freunden in der Kommune oder Wohngemeinschaft Kinderladen zusammen und diskutierten das ununterbrochen am eigenen Körper. Die Sexualität mit mir, die Beziehung mit einem selbst, mit dem anderen, mit der Gruppe. Es war also zerfleischend, was sie teilweise mit sich gemacht haben. Erstmal mit sich selbst. Wozu überhaupt, weißt du? Das ist wieder so eine Krankheit der Menschen. Die wollen alles irgendwie untersuchen und alles erklären können und wissenschaftlich und dies, das, blablabla. Ich glaube, wir Menschen funktionieren am besten, wenn wir einfach auf unsere Biologie und auf die Natur hören, Digga, weißt du? Wenn wir uns nicht von diesen ganzen Büchern und Studien und so unseren Kopf ficken lassen, sondern einfach auf unseren Menschenverstand schöne Verbindung mit Gott aufbauen, mit der Natur aufbauen und dann weißt du immer, was richtig und was falsch ist so. Da brauche ich keine Bücher drüber lesen, dass ich weiß, dass Sex mit Kindern oder Kinder zu sexualisieren eines der ekelhaftesten Dinge sind, die du als Mensch tun kannst so. Da brauche ich keine Studien für lesen, keine Bücher durchlesen, nichts brauche ich dafür zu tun. Da muss ich nur auf mein Herz hören und nur auf Gott hören und darauf hören, ja, Digga, was das mir sagt, so, weißt du? Bevor sie doch zu ihren Kindern kam. Das heißt, die ganzen 70er Jahre waren irgendwie sexmäßig und auch auf Pedo- und Lolita-Sex ausgerichtet, schon ziemlich ausgerastet. Und das hat ja auch zu diesen extremen Exzessen geführt an der Odenwald-Schule, wo dann der Pedo-Sex ja fast öffentlich in Massen über Jahrzehnte auch noch in den 80er Jahren. Odenwald-Schule, Digga, ich hab mal im Odenwald gelebt, Digga. Was? Ja, geführt wurde. Wie eklig, Bruder, ja. Das, viele Leute aus Deutschland, die wissen das gar nicht, weißt du? Die meisten Menschen wissen gar nicht, was damals passiert ist in diese Richtung. Nackte Lehrer waren normal. Ach du Scheiße. Crazy, ich schwöre dir, das ist schon eine sehr verstörende Geschichte hier so, ne?
An der hessischen Odenwaldschule sind mehr Schüler sexuell missbraucht worden als bislang bekannt. Das geht aus dem heute vorgestellten Bericht über den Skandal hervor. Wie es darin heißt, hätten die Übergriffe einiger Lehrer System gehabt. Die bislang bekannten Fälle, die meisten ereigneten sich 1965 bis 1985, seien allerdings verjährt. Ein Strom der 68er-Bewegung verjährt. Ist eben der, den neuen. Jeder, Digga, das ist auch so lächerlich, was teilweise für Strafen folgen, so, ne? Jeder, der sich an einem Kind vergeht, so, der muss sein Leben lang dafür bezahlen, meiner Meinung nach. Sein Leben lang, mit seinem Leben. Das kannst du nicht wieder gut machen, so, weißt du? Das geht nicht. Wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann ist es vorbei für dich. So müsste es sein eigentlich. Menschen zu erziehen, nicht nur im sozialistischen Sinne, sondern auch im sexuellen Sinne. Und das kann man überall nachlesen. Und da geht es vor allen Dingen darum, als Kind schon die Schamgrenzen. Insofern, dass man auch kleine Kinder schon anfasst oder die sollen umgekehrt die Männer oder Frauen anfassen. So, bis dahin, dass es also ganz klare Anweisungen gibt, die Kinder sollen nicht nur zugucken beim Geschlechtsverkehr der Eltern, sondern sie sollen auch mitmachen. Und in diesem Sinne würden dann alle Probleme der Welt, die Kinder später haben, Verklemmung, dass sie überhaupt nicht aus sich raus können, das würde alles verhindert werden. Also es gab schon. Was laberst du, Mann? Eine Hybris zu glauben, das ist die Weltformel der Weltbefreiung, der Mensch. Keiner hat daran geglaubt. Die wollten einfach nur Kinder, die wollten Kinder vergewaltigen. Die wollten, dass das normal ist, damit die ihre scheißkranken Neigungen, Entscheidungen, die sie getroffen haben, das ist keine Krankheit, sondern es ist eine Entscheidung, die du triffst, damit die das ausleben können. Deswegen wollten die das den Menschen verklickern, so. Das war der einzige Grund, so, weil das kannst du nicht auf, das ist keine, was ist das für eine Argumentation? Der keine Schamgrenze hat, der von Anfang an ohne autoritäre Strukturen, wie ist denn auch so ein Begriff, ohne Verklemmung aufwächst, ist der Befreite der bessere Mensch, kann besser lernen. Man dachte auch, die Kinderladenkinder würden die Schulen stürmen und besser sein als alle anderen Kinder, so eine Elite sein. Das war eigentlich eine Form der Elitebildung. Und ja, und auf dem Höhepunkt dieser Bewegung ist so ein Kentler dann mit dieser, ja, auf dieser tollen Idee gekommen, dass man, ja, ich glaube, straffällig gewordene Jugendliche in Wohngemeinschaften tut, zusammen mit Pädosexuellen und sagt im Grunde, wir kümmern uns um euch und dafür gebt ihr uns Sex. Aber der Sex ist ja auch für die Jugendlichen gut im Sinne dessen, dass sie dann befreite Menschen werden. Und solche Ideen haben es dann wirklich bis in den Spiegel zu ganz seriösen Artikeln gefunden. Ich würde sagen, ab Ende der 70er, da wo die Grünen sich gründeten, da begann sozusagen das, was in den 70ern schon gelebt wurde. Diese die Grünen. Ideologie der Schamgrenzen, Zerstörung, um den neuen Menschen zu schaffen, was ja wirklich auch ernsthaft gemeint war. Da begann. Bis zu 1000 Opfer Grüne blicken entsetzt auf ihre Kinderschänder-Vergangenheit. Das Wort Pädophil, dass das auch eine sexuelle Vorliebe in Wahrheit ist, wie Homosexualität. Bei den Wahlen 2013 hat es sie ein paar Prozent gekostet. Dennoch zeigen die Grünen selbst dann noch immer keine Einsicht. Sie hatten in den 80er Jahren den Sex mit Kindern in ihren Wahlprogramm geschrieben und sie selbst Kritik bis heute verweigert, Decker. Ihr Hurensöhne. Ey, scheiße, Digga. Fuck, Bro. Ey. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas gesagt habe, aber das, Digga, dein Thema, ich komm da nicht, Digga. Das ist, die man schützen müsste. Und das hat ja dazu dann 2013 wirklich zu dem Skandal geführt, dass selbst Trittin, glaube ich, solche Dinge unterschrieben hat. Er musste ja auch irgendwie da das auch erzählen, dass es furchtbare Experimente in Berlin gab, was die Grünen, also die Grünen sind eigentlich die dann mit dem Pädosex, das Wort Pädosex, ja, im Grunde gesellschaftsfähig eine Weile machen wollten, was ihnen ja. Im Wahlprogramm, Decker. Die haben das im Wahlprogramm stehen gehabt und haben sich nie davon richtig distanziert und sitzen heute in der Regierung, Decker. In was für einer Welt sind wir, in was für einer Welt sind wir angekommen, dass sowas möglich ist, so, weißt du?
Wenn ich ein bisschen was mitzukamellen hätte in der Welt, dann wären die sofort verboten worden, wenn die nur sowas ansatzweise ins Wahlprogramm mit reinschreiben. So. Und alle in Knast, Digga, der ganze Verein. So. Heute sehr, sehr peinlich ist, weshalb sie ja auch versuchen, es wieder vergessen zu machen. Auch Kentler kämpfte zeitlebens für die Straffreiheit bei sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und Kindern. Gleichzeitig war er einer der angesehensten Sexualwissenschaftler. Die Sexualerziehung seiner Zeit brandmarkte er als repressiv und sexualfeindlich, die vorhandenen Erziehungsratgeber als unbrauchbar. Als Antwort darauf entwickelte Kentler das Konzept der emanzipatorischen Sexualerziehung. Denn Kentlers Hauptthese war, Sexualität kann nur erzogen werden, wenn etwas Sexuelles passiert. Und die Konsequenz daraus ist seine Forderung, Lernen durch Tun, Ausrufezeichen. Das sind Texte aus seinem Buch Eltern lernen Sexualerziehung. So wurde von Kentler und im Nachhinein auch von Anhängern der sexuellen Bildung empfohlen, bereits Kinder als Sexualwesen aktiv zu stimulieren, damit sie lernen, ein positives Verhältnis zu ihrem Körper und zu den sexuellen Funktionen bekommen. Das war. Aber fällt euch nicht auf, wie das heute wieder gerade so angefangen wird, wieder neu zu propagieren quasi so? Das fällt einem doch auf, oder? Wie wieder versucht wird, den Kindern irgendwas mit Sexualität aufzudrücken, schon ganz früh so in irgendwelchen Kindergärten oder in irgendwelchen Spielräumen oder mit irgendwelchen Büchern, die auch wieder rauskommen und so. Wir bewegen uns gerade wieder in so eine Richtung, Digga, weißt du, wie ich meine? Schon die ganze Zeit, ja. Aber es wird wieder mehr, habe ich das Gefühl, so, weißt du? Es wird wieder mehr, habe ich das Gefühl. So der erste Schritt, lernen durch Tun. Das ist doch so krank, du musst mal überlegen, dass sowas schon mal in Deutschland passiert ist und dass da immer noch keine richtig harten Grenzen am Start sind, so. Und dass nicht alles dafür getan wird, Kinder so lange wie möglich von Sexualität fernzuhalten, so. Oder tun lassen. Ne? Das setzt sich natürlich fort in den Übungen. Kein Wunder, Alter. Die Jungs sitzen immer noch in der Regierung drin, weißt du? Ich meine, kein Wunder, sage ich dir so, wie es ist. Die von der sexuellen Bildung für Kita und Schule empfohlen werden. Da geht es also nicht darum, dass man GBB sagt, ich wandere aus und möchte, wenn ich mal Kinder habe, meine Kinder Kita frei erziehen. Safe. Meine Kinder bleiben bei meiner Frau, Digga. So. Die werden nicht in eine Kita geschickt, die werden nicht in den Kindergarten geschickt und die kommen auch nicht in irgendeine Schule, Digga. So weit gehe ich. Also so weit bin ich mittlerweile. Du hast da keine Kontrolle mehr. So. Außer es ist irgendeine heftige Privatschule, die von einem Freund von mir geleitet wird. Oder ich habe eine Freundin, die eine eigene Schule zum Beispiel in Deutschland gerade macht. In so einem Bauernhof und so, und ich kenne die persönlich und ich weiß, was die für ein Mensch ist und warum die das macht, so, wäre eine Möglichkeit. Aber ich muss absolut auf der sicheren Seite sein und ich muss absolut jeden Einzelnen, der in dieser Schule oder in diesem Kindergarten oder in dieser Kita arbeitet, persönlich kennen, so. Und das ist sowieso so eine kranke Geschichte, dass wir mittlerweile als Eltern unsere Kinder teilweise in Schulen abschieben oder in Kindergärten, wo wir nicht mal einen Mitarbeiter richtig kennen, so. Und nicht mal einmal mit denen mal länger uns unterhalten haben, wäre für mich niemals möglich, niemals. Über Sexualität redet, nachdenkt, diskutiert, sondern da geht es darum, dass man irgendetwas sexuell Animierendes tut, Situationen schafft, zum Beispiel sich gegenseitig massieren oder am Körper eines Gruppenmitglieds ein verstecktes Kondom suchen. Das ist dann handlungsorientierte Sexualerziehung, Lernen durch Tun. Ja, das galt Ihnen ja eigentlich als... Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, wie lange ich noch kann, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich will hier nicht ausrasten und Schimpfwörter sagen und meine Schwingung, weißt du, wie ich meine? Wir gucken noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, ich werde mir das nicht ganz reinziehen. So. Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen und den Leuten zu sagen, dass sie sich das auch ganz bitte angucken sollen. In der Beschreibung unten verlinkt natürlich... Aber ja, Digga, es... Verbrechen, das galt Ihnen als die neue Zeit,
Also zum Beispiel eben die Kinder von den Eltern zunächst natürlich anzuleiten zur Onanie, gehörte gewissermaßen zu den ersten von entscheidenden pädagogischen Maßnahmen in Bezug auf Säuglingsalter. Und Kentler hat auch solche Dinge direkt ausgesagt. Er hat gesagt, und wenn die Kinder etwas schüchtern sind oder noch nicht so ganz in die Welt hineinkommen, wenn sie dann also eine sexuelle Betätigung haben, dann wirkt es auf sie wie eine Psychotherapie. Also er hat sogar aus dem X ein U gemacht. Und für mich ist das wieder, ich sagte es eben schon, ein Schritt in die Richtung, Kinder aus dem Schutz- und Schonraum der Erwachsenen herauszunehmen. Und zwar nicht nur im Bereich Sexualität, da hätten die Erwachsenen, viele Erwachsene, einen Profit von, aber auch im Bereich der Kultur, im Bereich... Generell einfach rauszuholen aus der Familie und dann selbst zu indoktrinieren mit deren eigenen kranken, teuflischen Weltbild. Der Wirtschaft, ist der Schutz- und Schonraum für Kinder ein regelrechtes Hindernis. Der ganze Markt, den man sich erschließen könnte, wenn man Kinder als Sexualwesen mehr in den Vordergrund stellen könnte. Oh, oder man Digga. Auch die Menschen, die Freude am Sexualwesen, Kind haben, deutlicher ansprechen könnte. Das wäre eine wunderbare Wachstumsrate, die man da erwirtschaften könnte. Eine der zentralen emanzipierenden Botschaften von Kentler war, dass man das augenblickliche Glück eines Kindes nicht opfern darf für ein zukünftiges. Man stellt sich das mal bei der Ernährungserziehung, Bewegungserziehung oder Verkehrserziehung vor, aber ist egal. Jedenfalls könnte man ja noch sagen, wenn das nur die Kinder selbst betrifft, im Umgang mit ihrem eigenen Körper, kann man sagen, ja gut, kann man darüber diskutieren. Aber wenn Sie im Vorwort von dem Buch Zeig mal lesen, dass auf die Initiative eines dreijährigen Kindes wechselseitiges, intimes Streicheln zwischen dem Erzieher und dem Kind stattgefunden hat. Nee, Digga. Nee. Und zwar angeblich, weil nee, das Digga. Kind die Initiative dazu ergriffen nee, Digga. Hat und der Erzieher dann nur ihm zuliebe das dann auch alles mitgemacht hat. Dann ahnen Sie, wie diese nee, Digga. Botschaft von Kentler bezüglich, man darf das augenblicklichen Spaß des Kindes nicht stören, ja, und das Glück nicht behindern, für Auswirkungen hat, wenn es in die pädosexuelle Dimension reingeht. Boah, es geht nicht. Sorry, Freunde, dafür bin ich nicht stark genug, Digga. Sag ich dir ehrlich. Es geht nicht mehr gerade. Ich fühle so, als ob ich explodiere gleich, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist. Sorry, Alter. Mir fehlen da die Worte. Ich kann dazu auch nichts sagen. Das Video ist unten in der Beschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Guckt es euch gerne ganz an. Vielleicht finde ich nochmal die Kraft, um auf den Rest zu reagieren. Aber jetzt gerade geht's nicht mehr, Digga. Es geht nicht mehr. Und ihr müsst euch allen bewusst machen, das ist in Deutschland passiert. In Deutschland. Mit Regierungen zusammen. Mit Organisationen, Jugendämtern zusammen, die eigentlich sich um uns kümmern sollten, so. Und dann solltet ihr mal einfach mal ganz normal drüber nachdenken, so. Einfach mal drüber nachdenken und sich das bewusst machen, das kann schon einiges auslösen. Und sollte euch eigentlich am Ende des Tages zeigen, dass ihr in die Selbstverantwortung reingehen müsst und euch um euch, eure Familien und eure Kinder selbst kümmern müsst und nicht die Verantwortung irgendwohin abgeben solltet, so. Irgendwohin. Kein anderer Mensch außer deine Familie sollte sich um deine Kinder kümmern oder dafür verantwortlich sein, wie deine Kinder groß werden sollen. Keiner, weißt du? Kein TikTok, keine Schule, kein Lehrer, kein Jugendamt. Wir müssen das selber wieder in die Hand nehmen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Wir müssen das selber wieder in die Hand nehmen. Es ist wichtig, dass wir starke, vernünftige Kinder und Familien haben, so. Uff, ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ich liebe euch trotzdem. Peace out. Alter. Boah, Digga. Oh, Bruder, schwingungstechnisch hart, ne? Schwingungstechnisch hart, ich schwöre. Wir müssen liebend bleiben, so, aber das ist crazy, was sowas mit einem auch machen kann, so, ne?
Aber es ist gut, dass wir uns damit beschäftigt haben, so. Dass wir uns das angeguckt haben. Dass wir da auch ein bisschen mehr Knowledge haben, was das Thema angeht. Achtsamer sein können. Vielleicht uns dann noch mehr Dinge auffallen, die gerade aktuell abgehen, so. Weißt du? Und wenn du das richtig dir reinziehst und das studierst und das dann mit der heutigen Zeit vergleichst und was sie teilweise heute wieder umsetzen wollen, dann hast du vielleicht ein besseres Bewusstsein für die Themen und siehst, dass vielleicht früher kommen wieder, weißt du, und kannst dann dementsprechend auch dagegen arbeiten, so. Ai, 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 ai.